So, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserer FIFA 23 Karriere. Eine neue Folge, eine neue Woche. Oder eine neue Woche, eine neue Folge, wie auch immer. Ja, weiter geht's heute mit Girona als nächsten Gegner. Und dann gibt's Real auswärts und dann kommt United schon. Also, wie gesagt, jetzt kommen natürlich die Megabrocken. Wäre da nicht Real noch mit drin? Naja. So, wir müssen mal gucken, was wir machen. Ich würde gerne Muniain mal schon. Also er fällt ja noch eine ganze Weile aus. Das ist natürlich extrem bitter. Ja, da wird halt Salzburg heute wieder von Beginn an mal auf der anderen Seite diesmal spielen. Olmo ist kurz noch wieder fit. So. Na gut, gehen wir mal ran ins Match. Wie gesagt. Und danach kommen zwei Brocken. Wie gesagt, Real in der Liga. Wo ich tatsächlich überlege zu rotieren. Hallo, liebe Fans. Hier und der große. Dann geht es das wichtige Spiel gegen United. Recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Athletic Bilbao gegen FC Girona. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Hier ist die Aufstellung des FC Girona. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Bilbao hat Anstoß. Immanuel. Hallo, auf geht's ins nächste Match. Da ist jetzt Platz. Oh, Bocha, super Idee da. Da haben sie die Chance. Und die Chance haben wir gegeben. Yazabal mit der ersten dicken Chance. Will natürlich hier Girona besiegen, die drei Punkte unter Dach und Fahrt bringen. Das wäre dann Sieg Nummer 11, glaube ich, oder Sieger. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Barcelona. Torschütze hier ist Rafinha. Er drückt diesen Ball über die Torlinie. Das sah fast schon mühelos aus. Neuer Spielstand damit 1:0. 4 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für die Info. Ziankov. Also der hat ja auch in den, glaube ich, im letzten Mal der 2 oder 3 Tore gemacht. Im letzten Duell gegen uns. Die Gastgeber sind über die bisherige Saison gesehen, die Mannschaft mit dem Almo. Almo! Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Erstmal gut zugemacht. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Na, wofür eine Karte? Da waren sie dem ersten Tor dieses Spiels so nah, aber der Keeper macht zu, verhindert hier den Treffer. Maurice. Ah, der Verteidiger lässt sich da überhaupt nicht abschütteln. Und jetzt wird es Einwurf geben. Gibt aber zumindest die Ecke. Den Einwurf. Dani Olmo. Bocha. Bocha! Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Stuani. Sie haben Platz.
Schöner Spielaufbau. Geil! Nö, 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 der war überhaupt nicht. Aber es ist ja gut gegangen. Machen Sie gut, Steilpass. Oh ja, da bald diesmal! Und wieder kein Tor. Also man hat hier die dicken und so nutzt die Dinger aber nicht. Wieder Oyarzabal! Jetzt macht er 1-0 verdient. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Hm. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Ja, haben wir mal die Aufgabe gelöst. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Alex Garcia. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. War nichts. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Dani Olmo. Olmo. Ah, für Pass. Geht dazwischen und hat den Ball. Suani. Sieger in diesem Zweikampf. Gut durchgesetzt, gefährlich. Die Chance, aber Kepa. Und Kepa, sehr geil gehalten. Girona wird stärker. Kurzer Eckball. Nächste Chance, noch eine Ecke. Ah, kurz ausgeführt. Wieder Ecke. Nochmal Bocher auf der Ecke. Jetzt gibt es eine lange Ecke. Da kommt die Ecke. Wollte gerade sagen, das wurde Vorteil. Ist Vorteil, weil Handspiel und so. Stadio Mestalla hat sich was getan. Es gibt ein Tor. Ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier das. Könnte der Ausgleich sein. Kepa hält, Ball ist noch im Spiel. Und dann ist es irgendwo als 1-1. Stuani! Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Leider mussten wir diesen Ausflug zum anderen Spiel kurzfristig abbrechen. Tor also für den FC Valencia. Damit sind's. Könnte die Führung werden. Ja, drin das Ding! Da ist das Tor. Boah, Science Verletzung, ja, bitte, ist natürlich auch noch jetzt der nächste. Ich muss den Jubel alle abbrechen, weil dir der nächste verletzt oder so. Verletzung oder irgendwas. Gut, ist nicht schlimm. Spielt halt ein anderer auf der Position. Rodriguez wird jetzt gleich kommen. Aber wir führen mit 2-1. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an seinem Mann vorbei. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke. Williams, ja. Unser Top-Torjäger mal wieder. Bis an Tor Nummer 13. Ja, Borja verletzt, abwechselt, wird angeschlagen, ausgewechselt. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Kein Kepa. Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Vidal. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Ja, schick den doch da vorne rein in den Ball. Williams. Williams! Machen Sie konsequent da hinten. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang sind die Gastgeber vorne. Sie sind hier vorn zur Pause. So, Pause ist auf jeden Fall jetzt erstmal. Barcelona für 2-1. Valencia führt gegen Real 1-0. Real, apropos Real, das ist unser nächster Gegner. Bis vor dann zum allerwichtigsten, wichtigeren Spiel gegen United in Manchester kommt.
spät. Bei diesem harmlosen Versuch. Vivian. Oh ja, so ein Ball. Kommt aber nicht vorbei. Und erstmal ist er vorbei. Via. Ja, das könnte was werden jetzt. Einwurf. Sie wechseln also aus. Oyarzabal. Und jetzt, Maurice, der gegen der Eumol mitnimmt. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Und spät verhindert hier das nächste Treffer. Also wie gesagt, das Ding ist noch nicht entschieden hier. Der Ball ist weg. Williams. Ah, es war weggesagt. Gut abgelaufen, gut weggegangen. Bald weiter. Dann steht das nächste Spiel an für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen Real Madrid. Ja, geht's nach Madrid und dann nach Manchester. Also das sind die nächsten beiden Aufgaben. Wie gesagt, ich kann das. Ich wollte sogar die Niederlage gegen Real. So wird das nichts mit dem Treffer. Haben die Leute gekauft von Leverkusen? Almo. Ach, das ist doch. Es ist doch nichts entschieden hier. Niemand neu, gut gelöst da. Olmo, Olmo! Miguel! Irgendwie kriegen sie doch noch mal weiter dazwischen. Adam Lozic. Ori. Henrichs, also wie gesagt, irgendwas kriegen sie noch mit dazwischen. Da wäre Platz für Zigankov. Auf dem Flügel. Das ist zu einfach da jetzt. Nee, nicht drin. Nochmal, es steht nur 2-1. Ich meine, ich will ja jedes Spiel gewinnen, das ist ja klar in der Liga auch. Wenn du dann. Ja, weil in der Dings passiert es halt nicht. Und damit ist der Ball weg. Wie da ein Fuß, der dazwischen kommt. Sie können kontern. Via. Viertelstunde noch. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Gosabel. Über die Seite. Wird Einwurf geben. Via mit der Grätsche. Nächster Angriff. Maurice, Flanke kommt. Die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Olmo. Schön, wie er diesen Ball abblockt. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Wird hier noch mal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Zigankov. Der natürlich hier aus. Das gibt, ich hab's mir fast gedacht, dass er den Elfmeter gibt. Das war doch Bauch, Schiri. Ja, ich hab ihn. Diesmal nicht Zigankov, diesmal nicht, Kollege. Gorosabel. Ciudad de Valencia, alle Infos dazu jetzt aus dem Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Ude Levante. Also, der Gegner versch... 2:2. Gespielt sind 84 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Ja, wird hier gut unterstützt. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Jetzt hat er erstmal hat er ein bisschen Luft. 2 Minuten noch. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Und jetzt hat er vielleicht die Chance, oh ja, so ein Ball. Hier den Sack zuzumachen. Williams macht's dann. Das Tor, aber da machen sie es ihnen zu einfach. Das nutzt er eiskalt. Statt hier den ersten Verlustpunkt oder die ersten Verlustpunkte hinzunehmen, steht es jetzt 3:1 gegen den FC Girona. Freut er sich? Aber dann gibt es doch keine Gegenwehr. Dann fällt so ein Tor. Wir sehen es ja hier in der Wiederholung.
schläft die komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. Räumo. Und dann ist hier Ende Gelände. Klarer Sieg also, ein Tor schöner als das andere und genauso kennen wir sie. Hauptsache drei Punkte. Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinge auch. Ja. Der verschossene Elfmeter war es dann am Ende. Der Knackpunkt dieser Partie. Und deswegen haben wir es gewonnen. Wenn bei der nämlich drin gewesen wäre, 2-2 gescheitert, dann hätte man die ersten Punktverlust gehabt. Da wäre es nämlich unentschieden ausgegangen. Aber wir haben es geschafft, wir haben die drei Punkte geholt, wir haben nach 91. Minute dann nochmal nachgelegt und haben uns die nächsten wichtigen Punkte geholt. Real verliert tatsächlich mit 1-0 bei Valencia. Ja, wir haben jetzt 11 Siege aus 11 Spielen. So einfach, so geht's auf jeden Fall. So, nächste Partie ist dann bei Real Madrid. Das sehen wir uns dann morgen an, wenn man Bock hat, um 14 Uhr. Bis dahin, auf Wiedersehen bei Let's Play FIFA 23.